Ja, hallo und willkommen zu Powerplay. Ja, wir haben heute Heroes of the Storm für euch parat und wir nehmen euch mit Garrosh, Höllschrei, den neuen Helden von Heroes of the Storm. Und natürlich gezeigt vom Nox. Ja, servus Leute, ich zeige euch heute das Ganze und Kevin kommentiert mal mit über die Fähigkeiten und Talente. Wir fangen auch gleich mal an. Wir haben hier auf der Queue den Bodenbrecher. Der ist eigentlich ein recht cooles Talent, muss ich echt sagen. Ihr könnt in kegelförmigen Bereich die Leute ranziehen. Ihr seht hier den Kegel und vorne ist so ein kurzer, schmaler Bereich und die Leute zieht ihr daran, die anderen bekommen nur Damage. Ich zeig's mal kurz hier. So, ziehen ihn ran und zack, der ist schon im Tower drin. Muss man natürlich ein bisschen zielen, aber ich denke mal, das kriegt man, kann man gut hinbekommen. Genau, also wenn es klappt, dann ist es natürlich Bombe. So, dann haben wir als nächstes, ich gehe jetzt zuerst mal die W überspringen. Als erstmal, wir gehen jetzt mal zu E. Das ist die Abrissbirne. Das ist ein ziemlich geiles Talent auch. Wir können nahe Gegner oder Helden über uns schmeißen. Oder nicht über uns schmeißen, wir können sie auch vorne wegschmeißen. Ihr seht hier, wenn ich es auslöse, so einen kleinen runden Kreis. Und außen den großen und der nächste Gegner an Garrosh ran, den können wir irgendwo in den großen Kreis reinschmeißen. Also, ich zeig's mal so. Ja, okay, jetzt habe ich einen Helden erwischt. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine damit. Ich zeig's da nochmal, wenn es abklingt, oder zeig's euch nachher sowieso noch. So, dann haben wir noch seine W. Mit der fügen wir erstmal Schaden zu. Und 10%, ich mache es jetzt nochmal auf, seiner fehlenden Lebenspunkte heilen wir damit. Ziemlich nützlich, wenn man öfters mal in Fights verwickelt ist, immer wieder Schaden bekommt, vielleicht auch gerade nicht unbedingt einen Heiler in der Nähe hat und oder in engen Passagen. Also wenn es wirklich knapp wird, kann die Fähigkeit ziemlich nützlich sein. Genau, und wenn man halt Helden damit trifft, dann wird die Heilung halt nochmal um 100% erhöht. Ich schalte jetzt mal ganz kurz die Diener aus, dass ihr das mal seht. Der soll mich mal ein bisschen runterkloppen. Jetzt geht er hier in den Tower rein. Warum auch immer. Der soll mich mal ein bisschen runterhauen. Genau, und da gehe ich jetzt gleich mal auch noch auf sein nächstes. Das ist die Passive. Pro 2% fehlender Lebenspunkte bekommen wir eine Panzerung drauf. Und das rockt schon richtig. Ja, das ist auf jeden Fall richtig gut, gerade als Tank, wenn man halt vorne reinstürmt, sowieso auf die Fresse kriegen muss oder sollte, dann macht das auch schon sehr viel aus, wenn man halt recht gut runtergehauen wird. Der Gegner denkt, oh, wir hauen ihn jetzt gleich weg und ja, der Schaden wird immer weniger. Man Genau. verzweifelt quasi. Ich zeige jetzt nochmal hier kurz die Heilung. Jetzt bin ich hier so ungefähr 50%. Jetzt muss ich noch treffen, genau, und die heilt mich um 500. Bitte halt Stufe 20, 10%. Also, das ist schon ein recht cooles Talent, muss ich sagen. Gerade in Verbindung mit der B sehr mächtig. Genau. Also. Also, die Grundfähigkeiten haben wir jetzt mal durch. Jetzt schauen wir uns mal die Talente an. Wir machen jetzt keinen Guide, aber wir sagen mal, welche Talente gut sind und welchen wir mal skillen würden. Manche sind natürlich auch bei dem Champ, wir haben uns vorher mal kurz durchgeschaut, sind auch ziemlich teamabhängig, gegnerteamabhängig. Aber jetzt fangen wir mal an mit dem ersten Talent. Da haben wir einmal den Kampfbrecher, den können wir verstärken. Das ist eigentlich nur, dass wir da den Schaden verstärken von dem Talent. Da müssen wir einmal 5 ranziehen und einmal 15. Bei dem 5er wird der Schaden halt um 400 erhöht. Es macht im Verlauf 400 Schaden, was jetzt eigentlich schon mal ganz okay ist. Und bei 15, da wird die Ablenkzeit um 3 Sekunden runtergesetzt. Das finde ich ist jetzt eigentlich, ja, das ist schon richtig stark dann eigentlich. Also da kannst du schon ordentlich Damage pushen oder man kann die auch ziemlich zurückhalten. Und richtig nerven. Genau. Das wollen wir ja auch. So, das nächste Talent ist, da können wir die Reichweite der Abrissbirne und den Schaden erhöhen. Das heißt, wenn wir mit der Abrissbirne jemanden schmeißen und im Zielbereich steht jemand, der kriegt halt 200 Schaden im normalen. Genau, 243 Schaden bekommt er jetzt hat. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht, aber ich finde jetzt nicht das Must-Have-Talent hier jetzt am Anfang gleich. Und dann haben wir hier noch eine aktive Fähigkeit, das ist der Schulterstoß. Das ist ein, ja, ein aktives Talent halt, wie schon gesagt, das macht 200 Schaden.
Verlangsamt zusätzlich 2 Sekunden lang den Gegner noch um 30%. Das, was wirklich richtig gut ist. Also ich finde, das Talent ist auf jeden Fall Bombe. Ja, man kann damit auch, also man kann damit richtig abgehen, finde ich. Also wenn man das gut beherrscht, also Genau, ich man finde es das kann beste Talent. Leute noch slowen. Also das ist natürlich auch stark, wenn einer wegrennen will und man kriegt den noch gut. Man hat sowieso ziemlich viele Fähigkeiten mit dem Champ, finde ich. Genau, und hier ist halt auch, dass der Schaden nochmal erhöht wird, umso höher die Panzerung ist. Das ist natürlich auch schon richtig gut. Ja, man zieht einen Gegner ran, schleudert ihn, packt ihn das drauf, dann kommt er kaum noch weg und ist eigentlich Opfer für das Team. Genau, wir haben das jetzt auch mal genommen. Also, es kommt ja noch von den ersten Talenten. Okay, man kann es jetzt noch, das Q-Talent finde ich jetzt auch nicht so schlecht, aber das ist einfach wirklich gut. Ich denke mal, da kommt auch keiner mehr so schnell weg bei dem Champ. So, dann gehen wir jetzt mal auf die nächsten Talente ein. Wir sind jetzt mal bei Stufe 4 angelangt. Genau, also wir haben jetzt schon mal hier durchgeschaut. Also das erste Talent, das W-Talent, finden wir jetzt nicht so toll. Es erhöht halt den Schaden auf nicht-heroische Gegner jetzt vielleicht mal. Ich denke mal, er wird nicht so ein Push-Champ sein wie DeHaka oder sowas. Man könnte es vielleicht mal ausprobieren. Müsste mal den normalen Gamer schauen, aber ich meine, dafür ist er eigentlich nicht da. Ja, das ist vielleicht nur dann anwendbar, wenn das Team irgendwie schlecht gewählt wurde und man gezwungen ist zu pushen. Aber ich meine, das ist ja dann eigentlich sehr unpraktisch. Ja, genau. Der ist jetzt auch nicht so der Mobile, dass er schnell von Lane zu Lane springen kann und da irgendwas machen oder reißen könnte. So, dann haben wir hier noch automatische Angriffe, verringert die Uplink-Zeit von Blutdurst, also von unserem W-Talent. Also dann können wir uns halt schneller heilen. Das finde ich eigentlich schon richtig gut. Und dann haben wir noch das letzte Talent ist jetzt, dass wir noch unaufhaltbar werden. Das hat 40 Sekunden lang Uplink-Zeit und ja, wir sind 1,5 Sekunden lang unaufhaltbar. Was auch recht gut ist, muss ich sagen. Also. Also ich muss sagen, ich finde beide Sachen recht stark. Es hängt auch mal ein bisschen davon ab, wie man spielt, was für eine Spielweise man anlegt, auch wie viel Stunts und wie viel Slows im Gegnerteam sind. Aber also ich persönlich finde halt das mit dem Heilen, weil man halt, ja, der Gegner hat noch mehr Schwierigkeiten, dich down zu kriegen. Und gerade als Garrosh ist es ja echt der von Vorteil, wenn man halt viel Schaden abfängt. Als Tank ja sowieso. Genau, also ich würde jetzt vielleicht das unaufhaltbar vielleicht, wenn man jetzt ein ETC im Gegnerteam hat oder sowas, dann eventuell noch zu tendieren. Aber sonst würde ich klar hier diese Passive dazu nehmen. Dann gehen wir mal auf Fünfte die Talent. Stufe 7 Talente. Da haben wir einmal, dass unsere Q die Angriffsgeschwindigkeit der getroffenen Gegner 4 Sekunden lang um 40% runtersetzt. Ja, passt. Kann ziemlich nervig sein für einen Gegner, wenn der Schlachthaus an und auf einen Spieler aufhaut, dann finde ich die schon sehr stark. Sonst ja, muss man halt schauen. Ja, genau. Dann haben wir halt hier noch unseren Schulterstoß, können wir damit noch pushen, dass die Heilung um 4 Sekunden um 50% runtergesetzt wird. Naja, muss jetzt nicht so unbedingt sein. Dann haben wir noch hier automatische Angriffe verringern die Fähigkeit stärkt. Genau, um 40% aller Gegner. Ja, es ist auch so eine Sache, muss man halt gucken, ob man das nimmt, weil die meisten Caster laufen sowieso recht weg und Garrosh ist jetzt nicht der mobilste Champ, das muss man einfach mal Genau, so also sagen. finde ich eigentlich nicht so toll, das Talent, weil an so eine Ming oder an eine Chromie oder so kommt es eigentlich schlecht dran, sage ich mal. Ja, und das letzte Talent ist eigentlich so das Talent, was wir jetzt eher skillen würden. Das ist ein aktiver Talent. Also da haben wir schon 2 aktive Talente. Da können wir einen Verbündeten schmeißen, was eigentlich relativ nice ist. Den Verbündeten können wir, also das läuft ganz genauso ab. Den ersten Verbündeten schmeißen wir dann dahin, wo wir halt hinklicken in den äußeren Bereich. Und beim Einschlag bekommen die Gegner halt Schaden. Ja. Lassen wir jetzt erstmal so stehen, wir kommen danach noch drauf. Man kann ja einen Teamfight damit anfangen oder einen Fight damit anfangen, aber es gibt danach noch ein Talent, da wo das richtig mächtig wird. Da kommen wir danach noch drauf. In Ja, auf Kombination jeden dazu. Fall.
Die Fähigkeit hat es in sich. Genau, also man kann hier schon mal einen retten, also muss man ganz klar sagen. Man kann einen raushucken, nach hinten ziehen oder halt einen Fight starten oder einen hinterherpoken. Also. Es fordert natürlich auch ein bisschen an Skill, dass man das auch hinkriegt, weil man kann natürlich auch viel Scheiße damit veranstalten. Genau. So, dann sind wir jetzt schon mal bei der Ulti. Also, ich muss sagen, ich finde jetzt beide Ultis eigentlich nicht so schlecht, sage ich schon mal vornherein. Die eine Ulti ist, wir können im Umkreis alle Gegner spotten. Was ich schon mal richtig mächtig finde. Also, man weiß ja auch vom Varian, also der Spot, der ist wirklich richtig nervig, wenn man da rausgenommen wird. Ja. Genau. Und das nächste Talent ist so, ja, so ein Wirbelwind oder Dezimieren heißt. Da machen wir Schaden im Umkreis, ja, genauso groß eigentlich wie der Spott. Das ist nicht so die Welt. Aber es macht Schaden. 133 hört sich jetzt auch nicht so viel an, muss ich sagen. Ja, aber es verlangsamt die Gegner noch für 1,5 Sekunden um 30%, was es schon sehr gut ist. Und getroffene Helden bekommen halt nochmal 100% mehr Schaden. Und pro getroffener Held wird nochmal die Fähigkeit, also das ist eine Uplink-Zeit von 8 Sekunden, wird pro Gegner oder pro getroffenen Gegner nochmal 1% runtergesetzt. Man hat auch drei Aufladungen von der Fähigkeit. Ja, diese Fähigkeit, ja, wie soll ich sagen, kann man vor allen Dingen dann gut einsetzen, wenn man halt ein eigenes Team hat, was den rechten Vorteil ist, den Gegner sogar hinterher rennt oft. Oder wenn enge Räume sind, wo die Gegner halt eben nicht so die Ausweichmöglichkeiten haben. Da ist die Fähigkeit auf jeden Fall ziemlich mächtig. Vor allen Dingen, wie gesagt, durch den Bonus, dass die Gegner, wenn sie dann laufen, eben mehr Schaden bekommen. Und ja, das kann ziemlich nervig sein. Genau. Also ich würde jetzt mal so mit einem Tank oder also würde ich auf jeden Fall, also ich würde auf jeden Fall den Taunt mal nehmen. Wenn jetzt Damage fehlen sollte, dann könnte man vielleicht das andere noch nehmen, aber ich würde jetzt eher mal zum Taunt. Ich finde den Barbarian schon recht nervig. Also ich würde den dann wahrscheinlich auch da nehmen. Ja, der Taunt hat schon echt, der kann schon echt was Gutes. Vor allem, wenn viel Single-Target-Heal im Team dabei ist, kann der Garrosh, wird er zwar viel Schaden fressen, aber kann halt gut gegengeheilt werden. Genau, halt auch mit der steigenden Panzerung kriegt er halt auch weniger Schaden. Also, ich werde jetzt mal zum Taunt. So, da waren wir jetzt, ja, da waren wir dann auch einer Meinung, auch am Schluss dann noch beim Stufe 13 Talent. Da haben wir einmal die Q wird verstärkt dadurch, dass wir ein Schild davon bekommen. Das ist jetzt bei Stufe 20 900. Das ist eigentlich auch recht viel, muss ich sagen. Also 900 Schild ist eigentlich top. Aber man muss halt einen ranziehen. Also der muss halt auch vorne in dem Bereich drin bleiben. Ist jetzt natürlich, wenn man schon in Fight ist, bringt ein Schild eigentlich nicht mehr so viel. Vielleicht kriegt man noch einen rangezogen, aber eher schlecht, sage ich mal. Dann haben wir hier nochmal einmal das. Da können wir nochmal die W verstärken, dass es im Verlauf von 3 Sekunden halt geheilt wird. Würde ich jetzt eigentlich. Braucht man jetzt nicht unbedingt, also ob es jetzt hat einmal geheilt bekommen oder über Zeit. Ja, also ich finde, weiß ich nicht, Selfie hat man schon. Wenn da viel Schaden reinkommt, dann bringt ja auch der kleine Selfie nichts mehr. Also. Ja. Genau, und dann können wir unser passives Talent aktiv schalten, was ich eigentlich sehr interessant finde. Da können wir nämlich unsere Panzerung verdoppeln. Zeige ich euch mal hier. Jetzt ist der Arthas halt so low. Komm, hau mal auf mich drauf. Ich werde das jetzt auch mal skillen. Wir haben uns jetzt erstmal für das entschieden. Jetzt mal ein bisschen hier draufhauen, dass ihr das besser seht. So, jetzt kriege ich mal die Genau. D. So, und jetzt haben wir das Doppelte. Also, da sind wir so ein kleines Bollwerk dann. Ja, vor allem, wenn man noch einen Heiler im Rücken hat, der einen noch die ganze Zeit versucht, irgendwie hochzuheilen. Und auch ein bisschen geschickt ist im Laufen, also dass man sich nicht ganz einfach so reinstellt, sondern dass man eben vielleicht auch ein bisschen vom Gegner eben wegläuft und so, dann kann man echt viel aushalten, vielleicht sogar den Gegner dazu zwingen, dass der gesamte Schaden oder sehr viel vom Schaden halt auf den Garrosh geht und eben nicht aufs Team. Genau. So, und dann sind wir schon beim 16er Talents.
Da gibt es eigentlich ein ganz interessantes, finde ich eigentlich. Und ich gehe jetzt mal zuerst mal die anderen durch. Da können wir zweimal unsere Q verstärken. Oder mit dem einen verstärken wir die Q, dass danach noch die Gegner um 50% verlangsamt sind. 3 Sekunden, das ist natürlich, wenn man seinen kriegt und einer läuft da weg, also das ist dann schon ein krasser Slow. Jo, das ist wieder so eine typische Gank-Fähigkeit. Der Char ist schon sehr auf Gank ausgelegt, dass man halt wirklich den Gegner sehr nervt, einen Spieler rauspickt, diesen killt, und die Fähigkeit verstärkt das natürlich nochmal ungemein. Genau, und das andere Talent für die Q wäre noch, dass wir die Uplink-Zeit von Abrissbirne runtersetzen können, wenn wir einen angezogen haben. Boah, das kann auch, wenn man es gut beherrscht, und dann kann das richtig nervig werden mit der Fähigkeit. Ist Ja. auch kein schlechtes Talent, muss man sagen. Genau, aber das letzte wird dann richtig interessant, weil das ist nämlich hier, wenn wir Abrissbirne, wenn ein Gegner getroffen wird von einem Spieler, der wohl mit Abrissbirne geschmissen wird, dann wird er automatisch für 0,75 Sekunden gestunt, aber alle Gegner, die wohl in der Nähe stehen von dem. Und das finde ich natürlich ein richtig geiles Talent, muss ich sagen. Ja, die Fähigkeit, die kann schon richtig. Erstens ist er halt, wie gesagt, fast noch mal eine Sekunde raus. Das heißt, er steht da noch quasi, wahrscheinlich im Gegnerteam oder im Tower. Und ja, und wenn dann andere Teammitglieder vom Gegnerteam dabei sind, die sind halt auch noch mal für fast eine Sekunde gestunt. Und das kann noch mal nerviger sein. Und eine Sekunde ist in Heroes schon verdammt viel, wenn man sich oft anschaut, wie schnell man stirbt im Kill-Counter, wenn man Ja, gestorben ist. vor allem stell dir einfach vor, ihr Teamfight fängt an, ihr, alle sind geknuppelt, hauen aufeinander ein und ihr schmeißt da einfach mal so einen Gegner. Ihr müsst den ja bloß ein Stückchen vorschmeißen, einfach rein und alle sind da oben gestunt. Also finde ich schon richtig stark. Kann man viele Fähigkeiten abbrechen, ne? Sonja, im ETC oder auch einfach nur um Schaden wieder rauszunehmen. Genau. So, dann gehen wir jetzt mal auf das 20er-Talent ein. Und ich finde den Taunt hier zu verstärken eigentlich richtig mächtig. Genau, also die Herausforderungsstufe wird erhöht um 0,5 Sekunden. Das heißt dann 2 Sekunden sind hier auf uns gespottet. Und die Uplink-Zeit wird, wenn einer stirbt und der von Spott betroffen ist, um 45 Sekunden runtergesetzt. Und die Fähigkeit hat nur 50 Sekunden Uplink-Zeit. Also das heißt, man kann eigentlich einen Spott gleich wieder hinterher setzen, wenn da einer stirbt. Das kann ziemlich nervig sein, weil man hat es ja oft, wenn man ein Gegnerteam hat, kriegt man vielleicht manchmal einen Down und dann zack, bumm, kannst du nochmal spotten und dann der nächste und dann der nächste und dann gibt es eine Kettenreaktion im Idealfall. Genau. Also das war eigentlich so das Talent, was wir eigentlich da bevorzugen. Ich gehe jetzt nochmal auf die anderen ein. Wir können halt hier noch einen zweiten schleudern. Also zwei Spieler gleichzeitig. Oh. Muss jetzt nicht unbedingt sein, sag ich mal. Ja, es ist auch immer schwierig. Bei zwei Spielern muss man aufpassen. Man kann halt vielleicht nicht mal den einen so schnell runtergenken, weil er eben direkt Unterstützung hat von dem anderen. Und ja, da muss man, das ist Ja, noch kniffiger. ich finde es vor allem, wenn man jetzt einen schmeißt. Wir haben ja vorher das auch geskillt mit dem, dass jemand dann gestunt wird. Also man schmeißt ja zwei gleichzeitig dann. Ich meine, okay, man nimmt zwei raus, kurzzeitig vielleicht ein Sekündchen noch länger. Aber finde ich jetzt nicht so toll. Muss ich sagen, ich finde die Spottfähigkeit eigentlich richtig stark. Ja. Genau, und dann das letzte würde ich auch noch sagen, das ist halt, dass wir beim Schulterstoß da nochmal eine zusätzliche Aufladung haben. Ist jetzt auch nicht so schlecht, weil man kann ja halt einfach zweimal hier slowen und stunnen und ja, also der Champ, der ist einfach nur abgrundtief irgendwie ätzend für andere Champs, um wegzukommen, weil er hat einfach so viele Fähigkeiten, wie er einen da behalten kann. Das ist echt krass. Also wie sich das entwickelt, weiß ich nicht, ob da noch irgendwas gemacht wird. Vor allem diese Combo ranziehen, schmeißen, die ist schon mächtig. Ja, der Champ ist echt sehr viel auf dieses Nervenstück. Also das ist schon richtig heftig. Die andere Ulti-Verbesserung haben wir ja, glaube ich, noch da. Ach so, genau, die müssen wir noch sagen. Genau.
War das jetzt den verringert, den ausgeteilten Schaden? Muss ich nochmal genau nachschauen. Ja. Verringert den verursachten Schaden von allen Gegnern, wo es da drin stehen, um 3 Sekunden lang um 20%. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Also ich glaube, wenn ich jetzt die andere Ulti skillen würde, dann würde ich fast da skillen. Dass man einfach nochmal im Teamfight nochmal ordentlich Schaden rausnimmt. Ja, gerade an so Point-Kämpfen, ja, wo dann halt viele Leute sich knubbeln, Lagerkämpfen, dann lohnt sich das sehr. Oder auch jetzt zum Beispiel, wenn man einen Boss fightet, jeder kennt das, alle wollen sie reinlaufen, wenn der Boss stirbt. Ja, und dann ist die Fähigkeit sehr mächtig. Genau. Also das wird schon sehr interessant mit dem Chat, wenn er auf den Live-Servern kommt. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mal echt gespannt drauf. Ja, ich finde, also mächtigste Fähigkeit finde ich fast schon das mit, dass du eigene Leute ranziehen, also auch unterstützen kannst. Mit dem Level 7er Talent war das ja. Das finde ich so mit eigentlich so, weil du kannst wirklich die Leute retten, du kannst Gegnern Schaden zufügen. Du hast so viel Mobility mit dem Char. Also jetzt für andere, ja, also Gegner und für deine eigenen Leute. Und ja, der Champ wird schon seine Aufgabe können, finde ich, als Tank. Ja, wird auf jeden Fall sehr interessant, würde ich mal sagen. Ja, dann glaube ich, dann war es das auch für unser kleines Anspiel oder wir wollten euch einfach mal den neuen Chat mal ein bisschen zeigen. Ja, Das vor allem war. auch ein bisschen erklären, ein bisschen, was ihr vielleicht auch mal seht, ja, was darauf uns zukommt. Genau. Wir haben ihn ja jetzt halt bald im Nexus. Also ich schätze mal, nächste oder übernächste Woche wird er bestimmt live gehen. Ja, dann Okay. vielen Dank. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und schalte wieder nächsten Mal ein. Macht's Auf gut. Wiedersehen.